Moin Moin, wir sind noch in der Fabrik. Wir müssen den Leibwächter töten, okay. Jo. Das war ja schon mal ein guter Start. Ich dachte, wir hätten das Level beendet. Aber irgendwie dann doch nicht, ja. Folgt uns auch noch. In der Falle. Also ich weiß, wie ich den Typen nicht kriege, also bisher. Hä? Wie soll man den erwischen? Ja, zwei Auswählen, scheiße. Ah, das haben wir uns selbst gekillt. Ja, das mit dem Werfen ist einfach nicht leicht, finde ich. Wenn du jedes Mal diese Scheiße anvisieren musst. Und das ist halt echt nicht easy peasy. Da hätte man ruhig mal so Auto zielen oder so nehmen können. Ah! Oh, da komme ich gar nicht durch, ist auch schön. Soll eine Scheibe sein oder was? Oh, jetzt hat er mich durchgeschlagen. Och, ey, das ist ja wieder. Echt, das ist. Timing. Splittergranate. Geht ihn nicht. Das sind noch weniger. So schnell. Boah, jetzt explodiert es genau dann, wenn ich da lang gehe, oder weil er seinen Superschlag hat oder was? Alter, was ist das für ein Typ? Wie kriegen wir den im Platz? Hochgehen! Okay. Schon schlagen, aber wird er wild.
Weiß nicht, ob das was bringt. Oh, noch ein bisschen bringt das was. Okay, vielleicht sollten wir ihn schlagen. Oder so, dass er ausholt. Was? Nein. Oh, fuck you. Falsch gemacht. Falsch gemacht. Wütend. Anvisieren. Danke. Drei. Molly. Werfen. This is almost the work of a maniac. Okay, wir haben ihn. Jetzt nicht brennt, gehe ich da mal hin. So, haben wir noch irgendwas, was wir einsammeln können? Okay, da sind diesmal Bernd-Clown drauf. Da ist ein Mario-Kostüm, wie aus Teil 1. Zu Hause. Und jetzt können wir den Chef killen, oder was? Oh, ein kurzes Level. So, Evan, how do you like being a puppet? Evan? What are you talking about, Freddy? It's me, Darius. Has that white crap finally turned your brain to mush? You turned my life to shit. There's no room for loafers at my factory. Testing drugs was one of your responsibilities. Are you expecting me to apologize? You hooked me on that damn rhino of yours. People toil away 12 hours a day for you, and you ruined their lives with that goddamn drug. Listen, I think you'd better discuss your addiction with your therapist. She's the only one who tried to help me. Soll ich noch weich gelandet oder was? Was gerade Koks war? Oh, Schneelevel. Akt 2. Oh, wir waren erst Akt 1 gespielt. Eieiei. Gelang. Na gut, da das ja mit diesen Leibwächter so wenig war, machen wir hier gleich mal weiter. So, und auch dieses Level kenne ich wiederum nicht. Usel. Oh, wieder ein Wachmann. Ich hasse diese Wachleute. Splittergranate. Finde ich schon mal gut. Hier mal schon eine ruhige Ecke. Halbwegs ruhig. Mülleimer könnte ein bisschen größer sein. Aber wir können es auch einfach mal nehmen. Hier hinten in die Ecke. Doch keine Sau, oder? Nur mal so was gucken, wo der Sicherheitsmann ist. Oh. Okay, er hat mich gesucht. Befrage 3 Partygäste. Ah. Zünde den Weihnachtsbaum an. Töte alle. Oh, gut. Motor starten. Da fährt er nach vorne wieder wahrscheinlich, oder? Hey, ich muss dich interviewen. Wo ist sie? Okay,
was? Bildschirm zerschlagen. Oh, da ist Security. Ich als Security deklariere und die Boxen habe ich gerade umsonst angemacht. Wollte ich gar nicht. Oh, ist schön. Was macht der denn? Pinguin schubst. Achso, der schubst in diese Richtung. Folge dem Pinguin. Rein. So. Da oben ist sauber. Laptop gucken wir uns da gleich an, wenn die Bullen hier weg sind. Wenn da nicht jemand hochrennt, holen sie natürlich. Kommt gleich wieder die Polizei. Oh, Benzinkanister. Zirkus Fabi Fauna. Mit Bojan, den Bären. Ey, hast du keine ruhige Ecke hier gerade? Ah, wir können hier direkt runtergehen. Hi. Hier. Noch eine Splittergranate. Ah, merken wir uns das mal. Eine Bikershow, kannten wir schon. Und hier waren wir schon, hier sind ja schon wieder Leute. Ich habe noch gar nicht gefunden. Nehmen wir ihn einfach mal hier ab. Hält er nicht auf. Oh. Er tanzt. Aber hat ihn schon gefragt, wo müssen wir? Okay, töte 7 Ziele. Machen wir doch nicht locker. Mach's voll. Splittergranate zu viel. Und die leben hier noch! Mann! Jetzt hätten wir ein paar Tote. Komm mal mit, Kleiner. Ich hab gern einen Leichenhaufen. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf die andere Seite. Ah, jetzt kommt der mir jetzt nah. Nicht, dass er die Bullen unten hinlockt. Habe ich nicht so gern. Naja. War in die Leichenecke. Hoffnung muss sein. Noch 4 Ziele. Zünde den Weihnachtsbaum an. Und töte sie alle 59. Ist jetzt sauber, ja? Jetzt können wir uns da mal hier den versuchen, aber guck mal, kann ich nicht lesen. Ah, da hinten ist Benzin, ne? Oh, zweimal, dreimal, oh. Fummelt der Frosch sich da gerade zwischen die Beine? Ich will nicht, dass das Video noch länger wird. Achso, es ist erst 15 Minuten lang, aber ist egal. Zieht Leine.
So, schöne Frau. Zeig mir mal mein Messer. Oh, jetzt ruft der wieder die Bullen an. Das ist ja ätzend. Na komm, komm mal da durch. Schmeiß da einfach mal einen Molly ran, ne? Ich will ihn nur da reinpacken. Kein Platz. Bring ihn lieber hoch. Fackeln hat nicht so gut geklappt. Hallo, willkommen in meiner Bar. Zack, und du bist weg. Wir hatten ja schon mal eine Wurstfabrik, jetzt haben wir eine Bar. Wie komme ich da zum Benzin? Platz für den Ghetto Blaster. Das ist aber auch nicht der große Weihnachtsbaum. Vielleicht kriegen wir den Security-Typen auch dort. Da oben geht's noch hoch. Oh nein, leider sind die Leute umgekommen. Mein Beileid. Hinten ist auch einer. Oh mein Mann. Was ist denn da hinten? Da pennt doch was. Ey, wir brauchen hier, das müssen wir unbedingt abfackeln. Auf jeden Fall ein cooles Level. Das sieht so aus wie ja, eine Luke, wo man runterfällt halt. Ne? Gehe ich hier mal lieber wieder. Ja, die werden gegrillt. Passt. Ja, scheint Bigfoot zu sein. Okay. Hätten wir mal früher machen sollen. Zünde den Weihnachtsbaum an. Das ist der einzige Weihnachtsbaum, den ich hier habe. Ziegelstein. Hier ist der Weihnachtsbaum, wir brauchen mal Benzin und da hinten ist Fusel. Lass es bitte Molly sein. Ja, ich lasse mal die Steine fallen und Molly Time. Wir brauchen eigentlich zwei, aber ich will es jetzt mal testen. Ja, wir haben Bigfoots. Oh ja, au, 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 au. Vielleicht können wir mit Bigfoot wecken und er tötet dann alle. Das ist ja cool. Mal gucken, ob es cool ist. Ich weiß es noch nicht. Nicht, dass er uns jagt. Ja, das hat jetzt bestimmt besser geklappt als vorhin mit der anderen Geschichte. Macht ja gar nichts. Warum macht denn Bigfoot nichts? Irgendwie schade.
Was sind die Ziegelsteine? Da ist der Baum. Gut, von dem Popo gucken sind sie müde geworden. Wir könnten echt noch mal. Ja, wir könnten aber auch die Splittergranate benutzen. Wenn wir jetzt nichts mehr finden. Weil oben, da hätten wir wahrscheinlich auch die Hütte abfackeln sollen oder so. Wüsste ich nicht, wie man da hinkommt. Ey! Och Mann, ich wollte doch gar nicht beenden. Ich hab den Weihnachtsbaum nicht angezündet und ich hab nicht alle getötet. Och Mann, ich hasse immer sowas. Jetzt cooler gefunden, wenn wir zu irgendeinem Ausgang hätten gehen müssen. Oh, das ist ärgerlich. Dieses Level war wieder einfach, aber ich fand das cool mit Bigfoot. Mit dem Riesenfernseher. Da haben sie was Neues ausgedacht. Und ich wollte jetzt extra noch zum Sprengstoff und den Weihnachtsbaum anzünden. Mann. Das wird eine schlechte Weihnacht. Das wird eine schlechte Weihnacht, absolut. Aber wir haben es gut durchgekommen. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch, dass ihr mit mir zufrieden seid. Wenn ja, lasst doch bitte einen Kommentar oder ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.